Willkommen zurück zum Super Mario Galaxy 2. Guckt euch diese neue Weltkarte an, deswegen habe ich hier extra gestartet, was so episch ist. Nee, ich wollte die Kometenmünzen sammeln, aber nee, ich dachte, das machst du zum Schluss wie bei Ape Escape, die letzte, dass man nochmal so Rückblick auf die Level hat. Sammeln wir, wenn wir alles haben, nochmal die Sterne ein. Also die Kometenmünzen und all die Secrets, die wir vergessen haben. So machen wir es. Finde ich viel besser. So, und hier haben wir noch die Puzzle-Galaxie. Ach, das eine, das war tatsächlich. Und stinkt der Stinkkäferkönig. Da habe ich letztes Mal den zweiten Sternschuss deswegen gemacht. Ah, das erinnert mich ja mal Super Mario 64 oder sowas von. Mal aus Versehen auch mal irgendwas macht, was nicht die Aufgabe ist. Das Geheimnis des Bilderrätsels jetzt aber endlich. So. Ja, das kennt man nun schon. Achso, da war ja nichts. Nur hier runter, zack, ich weiß noch genau, welcher es war. Nämlich dieser hier, der schickt uns zum nächsten... Ja, Insel, die jetzt schon fast gesagt, zum nächsten Planeten. Oh, ist ja eine Insel im Prinzip. Guckt euch diese flache Schose hier an. Ja. Hier haben wir damals nicht weitergemacht. Da haben wir dem Luma die Münzen gegeben. Oh, scheiße, kommen wir jetzt hier noch hoch? Boah. Oh, der Assi wieder. Diesmal langweilt er mich nicht mehr. So, nimm das. So, erstmal den hier rein. Zack. Mario, machst du, was ich dir sage? Danke. So. Ja, die reinstampfen. Und jetzt können wir wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder was machen. Ja. Tatsächlich. Wie dem auch sei, wohin kommen wir da? Fragt man sich. Ah, zu diesen Sägeblätter, aha. Ich erinnere mich ja auch am Mario Party Spiel. Man halt den Baumstamm. Mario? Danke. Und man den. Oh, hier ist die Kometenmünze. Und man den Baumstamm zersägen musste mit den Sägeblättern. Und ich glaube fast, es wird die Kometenmünze nicht mehr bekommen werden. Weil es schon weggesägt ist. Na toll. So vielleicht. Pass mal auf. Boah, guckt euch diesen Skill an! Jetzt hier nicht angehen, oder was vergessen? Hatte ich schon was. Normal war es so geplant, dass man da schnell sein muss und ja, wenn man nicht schnell genug ist, ist es weg. Wird weggesägt, die Plattform, wo man es zu den schmalen kann. Hier sind auch diese Stinkkäfer. Ich glaube, hier muss man sich irgendwie beeilen. Kann ich mich nie mit diesen Sposten abgeben. Muss schnell sein, weil die sägen hier echt diesen schönen Planeten weg. Die Assis. Was sind das denn für Viecher, lol? Blaue Punkt. Oh, ja, hallo. Kennen wir aus dem Blütenkönigreich, oder? Honigblütenkönigreich aus Mario Galaxy 1. Wenn ich das Falsches sage, könnt ihr mir das gerne sagen. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich vermute es und... Nein. 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 Kriegt man die Kometenmünze mit so viel Skill und alles ist umsonst. So, jetzt mache ich mal. Zeige ich euch mal, wie man es normal machen sollte. Nicht so. Hier drauf und dann zack, ganz chillig. Cool, oder? Ey, das ist doch lame. Nur wegen dem verdammten Dreckskäfer oder was? Die Gegner nerven hier. Ich arbeite jetzt mit dem Hechtsprung. Danke für den Kamerawechsel. Unangekündigt. Hätte böse enden können. Ihr scheiß Drecksviecher. Ihr scheiß Drecksviecher. Wegen euch hatten sich ein lieber Kollege mal Insektengift einfallen lassen. Erfunden, whatever. Boah, die singen hier echt diese ganzen Planeten auseinander. Ja, danke auch. Scheiß Ding. Und du auch. Ist genauso scheiße, ja. So, nicht wieder in die Sägeblatt geraten. So, und Schiss, Mann! Boah! Das Niveau steigt. Hallo? Redest du mit mir? Lalala, willkommen in Lumaland. Im Moment haben wir etwas Nützliches. Für nur 30 Sternteile. Ich hab null. In der Augen im Kopf. Also, hier willst du nichts, Mann. Brauche ich eh nicht. Bei den nicht vorhandenen Skill, bei Sternmünze eben da war, aber eben bei Sägeblätter nicht. Mich schwer enttäuscht hat, brauche ich das nicht.
Was soll hier denn sein? Bitteschön. Ja, Schieberätsel oder was? Bam. Hm? Ach so. Ja, klar. Das ist tatsächlich jetzt ein Schieberätsel oder was? Hä? Was soll denn das überhaupt werden? Irgendein Käfer oder so? Und ich mach alles richtig. Denke ich mal. Und trotzdem klappt's nicht. Ah. Ja, was soll es werden? Müssen wir uns... Ja, Käfer. Ah, ist ja ganz einfach. Ist jetzt nicht so komplex, haben sie extra gemacht, ne? Ist auch ein Jump'n'Run und kein Logikspiel hier. Zack, zack. Haben wir den Panzer. Ja, und wieso brauche ich dafür ein extra Leben? Oder kommt der Gegner jetzt, wenn man es gepuzzelt hat? Ist nur so eine Vermutung. Könnte ich mir doch vorstellen, ja. Ja, war klar. Ah, ein Turm aus den Mistkäfern. Scheiße, wir haben nur zwei Kraftpunkte. Oh. Wartet mal. Wir haben ja den Obermacker Mistkäfer besiegt. Dann sollte der kein Problem sein, ne? Ja. Ah, böse. Mistkäfer, böse. Ja, Noob. Dafür brauche ich 6 Leben. Und für den großen gab es nur 3. Ja, okay. Sehr logisch hier. Macht Sinn. Ja. Oh, jetzt sind die Dinger weg. Ich wollte sie gerade einsammeln. Bin extra mit dem Stuhl wieder zurückgegangen. Ja. Oh yeah! Sternnummer weiß ich auch nicht was. 13? 12? 13 und 12. Jetzt 14, passt auf. Das wäre so lustig. Nee, 13, okay. Und eine Kometenmünze, nice. Sternteile. Und eine Münze. So. Hast du diesen Tod gesehen? Er brabbelt die ganze Zeit etwas am Posterbrief vor sich hin. Post? Etwa von Prinzessin Peach? Wie in Paper Mario? Geh mal rüber und sprich ihn an. Dann hat das Gewurbel endlich ein Ende. Das hält ja keiner mehr aus. Ich kann ja gar nicht mehr hier faulenzen und meine Plauze hegen und pflegen. Na, okay. Machen wir das. Bam, gespeichert. Bam. Na gut. Gibt's nicht Ruhe, das war die Strafe. Mario, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich bin nur beim Brieftut. Oh. Congratulations. Ich stelle Leuten, ja, Briefe zu. Ist das nicht klasse? Und ich stell dir vor, der erste Brief ist für dich. Lieber Mario, ich bin gerade sehr weit weg von dir, aber es geht mir gut. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. Diesen Brief legt etwas an, das du hoffentlich gebrauchen kannst. Deine Peach. Ja, toll. Ja, was ist es denn? Einer Pilz? Ja, war klar. Selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin noch wunderbar fürsorglich. Der hat ja eine andere Stimme bekommen. Lol. Jetzt hat er die Peach-Stimme. Okay. Stimmwechsel. Er war so von Peach fasziniert, seine Stimme, dass er ihre Stimme angenommen hat. Also dann bis zum nächsten Mal. Doch, einer Pilz. Wenn ich das Spiel meine Aufnahmesession beende, ist sowieso das ganze Ein-Abkram weg. Was haben wir hier? Erstmal einen Sternenstaub. Hier haben wir einmal die Bröselbrockgalaxie. Hört sie böse an, deswegen gehe ich hier hin. Sieht eh episch aus. Riesen Wasserfallgalaxie. Ja. Sieht episch aus. Da hier hin! Ein Stern! Brauchen wir noch in diesem Part. Raketenraser, dank Turbopfeffer. Oh. Hä? Der ist mal neu. Ja, der ist neu. Oh, so wollen wir jetzt hier einen auf Sonic. Da war glaube ich die Kometenmünze. Wollen wir jetzt hier einen auf Sonic the Hedgehog machen? Okay. Rennspiel mit Mario. Scheiße. Oh. Remix Super Mario Land Musik. Auch nicht schlecht. Aber wie mache ich das nochmal mit B, genau? Nom 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 nom. Yoshi, bist unfähig. Jetzt soll ich die Münze bekommen. Hoch hinaus. Mehr sagt er nicht. Ach so, mit Yoshi können wir es.
Ja, ich komme da nicht dran, du Held. Ach so. Ja, sicher doch. What the fuck lässt sich das Scheiße steuern? Ach du Scheiße. Schnell weg da. Scheiße, wie schnell. Seid ihr gekifft, Yoshi? Was hast du geraucht? Sag es mir auch bitte. Dim, dim, da ist die Kometenmünze. Ich sehe sie schon. Kleiner Tipp, Turbius, steuerst du neben dem Kontrollziel? Ja, was für ein hilfreicher Hinweis. Ach, das ist gar nicht die Kometenmünze. Das ist nur so ein sinnfreier Schmarrn. Naja, gibt schön viel Geld. Warum nicht? Hm. Was hab ich falsch gemacht? Gibt's hier noch Nachschub? Oh, nom 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 nom. Ah, die Musik ist geil. Die Musik ist so geil. Und langsam komme ich in die Steuerung dieses Yoshis rein. Oh ja, das ist doch mal was Neues. Und ein Checkpoint extra für mich. Denn ich bin doch hier ein Noob. Mit dieser Steuerung, da kenne ich mich nicht aus. Oh ja, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Gar nicht, oh gar nicht. Sowas von überhaupt nicht. Und Yoshi, der kann auch springen in dieser Form. Dim, 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 dim. Oh, jetzt ist es zu Ende. Hält also nie ewig. Oh, da ist so eine Plattform. Da möchte ich zuerst hin. Ist hier die etwa die Kometenmünze versteckt? Ach so, so ein Schmarrn. Dann na gut. Wenn ich schon da extra hingegangen bin. Ja, Yoshi, viel guten Hunger. Kommt aber nur Sternstaub raus. Und übrigens mag ich es nicht. Nein, Yoshi, lass nicht weggehen. Puh. Wie ist es für mich? Nein, Yoshi, jetzt da weg. Du Spast. Weil ich kann ihn jetzt in den Abgrund stürzen. Ich hasse diese Bonus-Level. Jetzt mache ich das nicht kann, wenn ich hier so nah vorsitze. Ah, jetzt will dann Yoshi ein. Danke. Thank God. Jetzt will ich alles normal machen dürfen. Achso, er geht schon wieder ab. Er hat schon wieder was gekifft. Zu scharfes Essen ist nicht gut für dich, Yoshi. Soll dir ein Leere sein. Und da hört sein Rausch schon wieder auf. Oh, fuck. Da werden wir nicht genug haben, gell? So hungrig. Oh, doch. 30 Münzen. So lecker, mit 30 Münzen. Erst verwandle ich mich. Ja, guten Hunger. Fein, ich habe gerade so einen Kohldampf drauf. Oh, nom, 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 nom. 5 Münzen lässt uns. Oh ja, das war mein Bauch ist voll. Wollen wir mal loslegen? Verwandlung! Oh yeah! Zack! Was öffnet er uns? Neuer Planet wurde geboren. Ja, dann machen wir das wohl oder übel jetzt. Mit Yoshi. Mhm. Wo sind wir denn hier gelandet? Jetzt diese komischen Viecher. Damals schon nicht ausstehen konnte, also eben in der Galaxie. Ah, Silberstern sammeln. Auch das hier ganz gechillt. 5 Silbersterne haben die Assis größtenteils, sehe ich schon. Zack. Erster. 1 zu 5. Ist hier aber bestimmt auch einer versteckt. Alles genau absuchen, meine Freunde. Du Idiot, du. Gar, ich kann dich auch ohne Yoshi besiegen, oder auch nicht. Das wusste ich nicht. Kann man die nicht ohne Yoshi doch. Aber die geben doch nicht mal eine Münze. Das muss ich Yoshi wiederfinden. Nee, die finden nicht mehr wieder. Yoshi, ich hasse dich. Ich hasse dich. Boah, 3. Also ohne Yoshi ist schon scheiße, muss man sagen. Ich suche den jetzt. Yoshi! Mein lieber Yoshi! Nee, ist mir zu blöd. Gehe ich lieber down. No. Egal. Kann ich die nicht einfach mit einer Wirbelattacke ownen? Muss ich jetzt riskieren? Nee, so nicht. Doch, nice. Wir sind so schnell, die haben was gekifft. Ach so, da ist wieder ein Yoshi-Ei. Ja, nice. Ja, fresse die jetzt aus der Ferne auf. Ja, nom nom nom. 2 Angreifer, kein Problem. Und hier die Münze hätte ich auch ganz gerne. Danke, danke, danke. Nicht zu danken, meine Freunde, nicht zu danken. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich denke mal nicht, dass... Ja. 2 werden noch versteckt sein, aber ich will jetzt erstmal diese Assis auffressen. Doch. Nee, der ist einer wahrscheinlich versteckt. Meint ihr, dass alle Blauen so einen Silberstern haben? Also, dass keiner irgendwie im Gras versteckt ist? Das
kann ich irgendwie nicht glauben, sonst wäre es ziemlich lame. Ja, wollte dich eigentlich aufessen. Mann, ich will jetzt die mit dem Silberstern einfach nur essen. So, nom nom nom. Da ist noch einer. Ja, tatsächlich. Alle Blauen haben die und die kommen nach. Die kommen nach, Freunde. Ich habe so viele schon aufgegessen und so viele sind jetzt wieder da. Das kann ich nicht sagen. Einer noch. Den habe ich doch auch eben hier rumdackeln sehen. So, den Wackeldackel. Oh, du. Yoshi. Kein Scheiß. So. Ist nur einer. Jetzt mach bitte keinen Scheiß, Yoshi. Bitte nicht. Da ist er. Der letzte Silberstern. Zack! Oh yeah! Sie verformen sich zu einem Stern. Wenn ich jetzt noch sterbe, dann kotze ich vor meinem Bildschirm. Komm schon. Wo ist der Stern? Verdammt! Die jagen mich jetzt. Die jagen mich, die Assis. Da ist er. Schnell! Oh yes! So muss sein! So. Irgendwie hätte ich Bock noch den anderen Stern zu holen. Aber ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Irgendwie hole ich jetzt immer die in der zweiten Galaxie, lol. Also in den zweiten Stern einer Galaxie. Auch nicht schlecht. So. Das wäre geschafft. Oh. Okay. Schiff Mario kann jetzt noch weiter. Oh, ich freue mich schon auf den. Da wird eine schwierige Galaxie, wenn man dem was gibt. Haben hier auch voll genug haben, sonst muss ich offscreen mal irgendwann fahren. Ja, ich würde sagen, das war's wieder mal für heute für Super Mario Galaxy 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal und schau, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, haut rein.